Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sind jetzt mit Esme wieder mal unterwegs und wollen eigentlich Richtung Norden jetzt gehen. So, sie hat irgendwie so Schwierigkeiten hinterherzukommen. Apropos, wir haben ja auch wieder Essen. So, 13 Brezeln, wir gönnen uns mal eine. Und bin jetzt gespannt, wir sind jetzt gerade, beziehungsweise in der letzten Folge, jedem Kampf hier aus dem Weg gegangen, um hier hinzukommen. Da werden jetzt einige Kämpfe auf uns zukommen. So, und wir müssen aber nach Norden. Das Ding müssen wir einmal kaputt bauen. Gut gemacht, Esme. Und dann weiter. Wo genau müssen wir hin? Die Ishmatep, Alt-Ishmatep. Das hier. Die Eiterkäfer. So, erster ist tot. Zweiter ist tot. Dritter ist tot. Da ist ja noch einer. Bitte Abstand halten. Okay, wir haben es überstanden. Okay, manchmal bin ich echt dankbar für die Dings. Für diese Zeitlupe. Wenn es nicht so verbuggt ist. So, und da wären wir. Da, das dürfte die Ruine sein. Ich speichere einmal. Ich muss auch mal wieder Fingernägel schneiden. Ist ein bisschen lang geworden. Okay, Esme, wir haben gespeichert. Alt-Ishmatep, gehen wir rein. Da wären wir. Geh du vor, in Ordnung? Ja. Waren wir schon mal hier drinne? Da sind Arps. Grabwächter. Ja, komm. Was ist das denn? Ich will wissen, was das für ein Schild ist. Das ist seltsam. Wieso? Wenn Tara und die anderen noch hier wären, hätten sie sicher etwas gegen die Arps unternommen. Gehen wir weiter. Ich will sein Schild haben. Ist das ein Skarab-Schild? Grabwächter? Grabwächterbogen. Macht 25 Schaden. Die nehmen wir mit. Mein Bogen, die Eterna-Bogen, macht 31 Schaden. Ja, gut. Und was ist das für ein Schild? Grabwächter-Rüstung 37. Nehmt das mal mit. Macht 37 und der macht 54. Ja, okay, dann weg damit. Schade, ich hatte gehofft, der wäre besser. Okay, hier sind noch mehr. Noch ein Grabwächter. Okay, da sind noch mehr. Ja.
diese Kampfanimation, die feiere ich. Hä? Gerade übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung. Was ist gerade passiert? Wegestreuenpfeile. Grabwächterbogen. Athena-Kriegsack, riesiger Rucksack. Komm, ich nehme mal den Unsichtbarkeitstrank mit. Vielleicht können wir den noch für irgendwas gebrauchen. Der ist leer. Die Pfeile nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, Banane. Mächtiger Seelenstein. Ich erhoffe mir hier auch Dingens, wie heißt das? Noch ein paar Bücher. Okay. Ja. Schild jetzt mal. So, der erste ist tot. Okay, nice. Hat nichts. Wie viele Grabwächter gibt's denn hier? Ein Groschen. Ich speichere noch mal, vorsichtshalber. So, Meridia-Statue. Hier die Spitzen will ich mal nicht berühren. Da ist Eterna-Harnisch, Eterna-Kriegsaxt und Bauplan Eterna-Schild. Bauplan nehme ich mit. Einhandkampfgeselle. Ring des Schattens. Schmieröl. Ich glaube, da geht's weiter. Was zum? Gruben. Wie die in Dalmersas Haus. Aber oh. Warum? Wo sind sie? Wo ist Tara? Vielleicht sind sie weitergezogen. Und warum sind dann ihre Roben hier? Wir müssen uns umsehen. Laufen die hier vielleicht nackig rum? Untersuche Statue. Da ist ein Lauf. Ich gehe mal hier gucken. Also oben. Wegestreuenhelm des Landknechts. Großer Seelenstein. Totenfunke 3. Schwere Ritterschuhe. Okay, die sind hier nicht nackig. Okay, das heißt, die Statue hier untersuchen. Vielleicht ist da auch noch dahinter irgendwas. Bergbau Thoriumerz.
Okay, ich untersuche die Statue. Wir kennen alle dieses Gefühl. Angst ist eine Illusion unseres Geistes. Du fürchtest dich vor dem Schmerz, der nicht kommen wird. Und selbst wenn er es täte, wäre es nur für einen kurzen Moment schlimm. Sie hat es uns versprochen. Tara! Kind. Herrin, wir... Du hast Angst, nicht wahr? Ja. Wovor? Ich weiß nicht. Vor dem Tod. Du fürchtest dich davor zu sterben, aber dabei wirst du es nicht. Niemand von euch hier wird es. Im Gegenteil, ihr werdet Teil von etwas Großem. Der Mensch ist geboren, um zu sterben. Im Angesicht der Zeit ist es nur ein kurzer Augenblick, kaum mehr als ein Wimpernschlag. Und es ist bedeutungslos, geboren, um zu sterben, in einer Welt, die sich immer nur um die gleichen Fehler, um die gleichen Persönlichkeiten, um die gleichen Abgründe dreht. Ihr aber, ihr seid anders. Ihr seid bereit, euren Funken für etwas Größeres zu geben. Ihr steht davor, etwas Bedeutungsvolles zu tun. Für dich. Wir opfern uns, damit du existieren kannst. Du denkst, ich benötige eure Opfer, um zu leben. Aber das ist falsch. Ich existiere mit oder ohne. Und wenn ihr euch sträubt, dann soll es so sein. Ihr seid nicht hier aus Zwang. Ihr seid nicht hier aus Angst. Ihr seid hier, weil ihr in einer Welt von Bedeutungslosigkeit etwas Bedeutsames tun wollt. Ihr wollt eurem Leben Gewicht geben. Etwas tun, das zählt. Existenz bedeutet Kampf, insbesondere die menschliche. Eure Seelen sind zu brüchig für den Frieden und Stillstand vergiftet sie. Ich bin die Hüterin des Spiels. Ich bin es seit Äonen, seit Anbeginn der Zeit, seit in der Schwärze das Licht erschien. Ich urteile nicht, ich fühle nicht, ich erhalte das Fundament. Dann wird es ewig so weitergehen, nicht wahr? Ewiger Konflikt, ewiger Zyklus. Du missverstehst, in jeder Wüste gibt es auch ein schwarzes Sandkorn. Was meint ihr? Jeder Kampf ist eine neue Chance. Niemand weiß, ob der Mensch seine Natur je überwinden kann, aber es liegt in unseren Händen. Aber bis dahin muss sie tun, was getan werden muss. Denn sonst würde die Welt im Chaos versinken. Und alles, was wir, Tara, tun können, ist, ihr die Kraft zu geben, in dieser Welt zu schreiten. Dafür das Opfer. Du kannst gehen und ein weiterer Tropfen im Strom sein. Oder du kannst Teil von etwas Bedeutsamem werden. Es liegt bei dir. Das ist die verschleierte Frau, die Statue von der verschleierten Frau, die auch uns begegnet. Das war ja die verschleierte Frau. Sorry, dass ich nichts gesagt habe. Esme? Verdammt nochmal, das gibt's doch nicht. Sie müssen hier irgendwo sein. Sie müssen. Sie sind fort, Esme. Fort? Was meinst du? Woher willst du das wissen? Ich hatte wieder eine Vision. Und? Was soll das heißen? Esme? Ja, ich bin hier. Diese Vision, wie sicher bist du dir, dass sie... Ich meine, dass... Eigentlich bin ich mir gar nicht sicher, aber ich bin mir sehr sicher. Es tut mir leid, Esme. Tara ist fort. Sie hat ihr Leben der verschleierten Frau gegeben. Nein, das glaube ich nicht. Tara würde das nicht tun. Nicht für sowas, nicht für so einen Haufen Spinner. Sie wollte etwas Sinnvolles tun, etwas Bedeutsames. Bedeutsam? Das hier? Und was ist mit uns? Mit all der Zeit, die wir zusammen verbracht haben?
War das alles verdammt nochmal wertlos? Scheiße, Tara, warum? Warum konnte dir das, was wir haben, nicht genug sein? Warum konntest du verdammt nochmal nicht einfach glücklich sein? Ich versteh's einfach nicht. Ich versteh's nicht. Es tut mir leid. Es war ihre Entscheidung. Alles, was du jetzt noch tun kannst, ist, sie zu respektieren. Die verschleierte Frau hat sie manipuliert. Manche Menschen sind einfach so gestrickt. Es ist nicht deine Schuld. Oh, die Musik ist gerade so schön. Boah, ich bin mir mit allen Antworten nicht sicher. Ich versuche das hier. Manche Menschen sind einfach so gestrickt. Es ist nicht deine Schuld. Ach, sag Sachen. Sie hatte alles. Scheiße, hast du auch nur den Hauch einer Ahnung, wie schlecht es manchen Menschen da draußen wirklich geht? Wie viele Tag für Tag um ihr Überleben kämpfen müssen? Sie hatte es gut. Sie hatte immer ein Dach überm Kopf. Essen, Leute, die sich um sie gesorgt haben. Aber nein, das war ihr nicht genug. Ihr ging es immer nur um sich selbst. Und selbst das hier, dieser Irrsinn. Sie hat nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, was das mit uns anrichten würde. Mit mir, verdammt nochmal. Tara, Tara, Tara. Es ging immer nur um dich. Etwas Bedeutsames. Schwachsinn. Es ging ihr darum, ihr kleines, schönes Ego zu füttern. Das ach so traurige Eterna-Mädchen mit dem fässrigen Blick. Scheiß auf den Rest, was? Scheiß auf das, was du den anderen Menschen mit deiner ewigen Unzufriedenheit antust. Ich muss hier weg. Ich kann mir das nicht länger ansehen. Ich kann mich nicht bewegen. Erstmal Zeit geben. Esme? Ist sie denn noch irgendwie hier in der Nähe? Kann ich noch hinterherkommen oder ist sie jetzt auch fort? Ich weiß dazu gar nicht, was ich sagen soll, wirklich, also... Tara kann ich nachvollziehen, aber ich kann auch Esme nachvollziehen. Und auch gerade so in den Momenten, wo man ja alles hat, denkt man ja... Es geht einem an sich zwar gut, aber man will anderen etwas Bedeutsames auch irgendwie zurückgeben oder so. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist schwierig, so eine Situation zu erklären. Es ist halt so, der schon wieder. Ja. Was, wer? Ihr? Wo ist euer Fleisch? Doch. Ja. Ich hab Fleisch, warte mal. Wo, knuspriges Stück Fleisch hatten wir irgendwann mal gesammelt. Wo ist denn das? Schönes knuspriges Fleisch. Ihr habt kein Fleisch. Da. Ihr habt kein Fleisch. Ah. Hier. Sterbt. Okay, dann nehmen wir das schöne, knusprige Stück Fleisch wieder an uns. Wo liegt er, Besessener? Und er hat nichts. So, ich würde aber mir jetzt erstmal vielleicht nochmal eine Banane gönnen.
Okay, Banane hat nichts gebracht. Eine Cremetorte vielleicht. Und Quests. Erstmal Zeit geben. Der Preis der Freiheit. Ross Gustav, Pyräische oder Sternlingische Gegenstände beschaffen. Gesuchten Ark. Wildmagierin Ora Millentanz zur Strecke bringen. Der letzte Stein, die Höhle untersuchen. Oh, das sind, wir haben noch so viele Quests vor uns. Natürlich müssen diese Viecher hier wieder sein. So. Gibt es hier noch so ein Viech in der Nähe? Oh, mir juckt die Nase, sorry. Warte mal, das eine Haus ist ja da oben, oder? Das wollten wir auch noch untersuchen. Vorausgesetzt, ich komme hier auch hoch. Von wo kommen wir da hoch? Da oben läuft was. Also etwas, das aussah wie so ein... wie so Eismenschen. Also diese Eisatronachen meine ich jetzt. Oder die Irrlichtmutter. Die hier ja auch ein bisschen anders hieß. Okay, aber wie kommen wir da hoch? Ich will wissen, was das ist. Hier vielleicht? Okay, der Wind hat aufgehört. Die sind eher beschworene. Gibt's hier Loot? Ja, hier sind Wächter, beschworene Dinger und so weiter. Ja. Wie viele Windwurzel sind hier oben? Vor allem das ist eine riesige Windwurzel.
Okay, es hat automatisch gespeichert. So, nur die beiden Knochenreißer. Ich speichere noch einmal. Lass uns auf. Ja, ich glaube, ich habe jetzt nicht. So. Ja, versteckt euch. Versteckt euch, meine Kleinen. Der ging daneben, aber okay. Den können wir treffen. Hat das Skarakuras? Da ist andere. Wir haben das Set voll drin. Wir haben das Set vollständig und Eterna, ne? So. Silberschlacht, das ist der Kahnzorns. Die beiden haben wir noch nicht. Werkzeugkasten, Hammer. Das Set ist vollständig. Ich speichere das jetzt. Das beste Set, das man finden kann, ist jetzt vollständig. Statt der Obaya bestimmt. Trainerstreitkolben. Leistender Funke. Okay, nice. Set ist vollständig. Jetzt fehlt mir nur noch irgendwie so ein passendes Schild. Irgendwie. Nicht so ein wegestreuen Schild, sondern irgendwie, das schon nach Drachenknochen oder so aussieht. Boah, ich bin froh, dass wir diesen Umweg hier gemacht haben. Der hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist eigentlich Esme hingegangen? Okay, viele verbrannte Tote. Warum sind hier eigentlich so viele verbrannte Tote? Da ist der Nächste. Warte mal, kann es sein, dass die Rüstung Angriffe stärker macht?
Prinzessin an. Natürlich muss Auro dabei sein. Jetzt muss ich sowas nehmen. Okay, das haben wir überstanden. So, okay, wir genesen noch. Kann es sein, dass da oben noch... Der schwarze Wartür ist auch noch da. Okay, warte, nochmal speichern. Dann machen wir gleich den Kampf gegen die schwarzen Wartüren, wenn wir erstmal genesen sind. Also regeneriert. So. Und der Besessene hat nichts. Sobald Gesundheit voll ist, gehen wir nochmal da hoch. Noch ein paar Sekunden, beziehungsweise speichern und dann gehen wir hoch. Ist voll. So, schnell speichern. So. Schwarze... Myrade, nicht Wartür. Myrade. Der ist ja quasi wie so ein Drache, aber der kann kein Feuer speien, ne? Ich bleibe bei dem Angriff. Scheint einfach zu sein. Langsam nicht mehr in der Lage sein zu fliegen, oder? So, die letzten Verschläge mit dem Schwert.
Teil nehme ich mit. 123 Gold. Fell eines schwarzen Myraden. 550 ist er wert. Myradenherz. Das ist ein Daedra-Herz. Oder mit Winterlied. Erhöht Elementarismus. Ja, okay. Wir haben ihn besiegt. Ich hätte jetzt nur gern diese Animation gesehen. Weil der hatte jetzt gerade eine Endkampf-Animation gehabt, aber... Also, den Finisher... Und das war's. Tour? Noch ein Eterna-Harnisch. Ja, können wir auch verkaufen gehen. Und Wegestreuen-Handschuh können wir verkaufen gehen. Und das hier ist leer. Okay, den schwarzen Myraden haben wir jetzt auch erledigt. Lassen wir mal in Ruhe. Ach ne. Wer ist das? Noch eine Besessene? Noch ein Besessener? Hier chillen einige Besessene, okay. Ich glaube, da ist noch ein Besessener. Die werden auch immer mehr, oder? Ist das noch ein Bandit? Ne, das sind Banditen. Autsch. Marodeur. Komm schon! Okay, warte, Karte. Wir gehen mal den anderen Weg. Eines der Mythen und Legenden wollen wir jetzt auf jeden Fall noch definitiv machen. Ich finde es schade, dass der Schwarze Myrade keine der Mythen und Legenden war. Aber wir haben jetzt ein Myradenherz. Na, mein Kleiner? Nur noch 4150 Erfahrungspunkte. Nice. Oh. Wo kommt der denn her? So, Name ein kleines? Dum, 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 dum. Dann müssen wir noch die, von den ganzen Quests, die wir jetzt noch haben. Also es sind hier noch einige offen, aber Wissen über Endra sammeln, 26 von 40. Da fehlt uns noch einiges. Ich weiß nicht, wie ich die letzten 14 Wissen finden soll. Geheimnis für herausfinden, was der Schlüssel von Jiros Schatulle öffnet. Spuren der Vergangenheit, empirische Artefakte in Alt-Dolish finden, in Alt-Ashkaman finden und Alt-Mishkamur finden. Die Schraube Hut und Fusch AG aufsuchen und nach Arbeit fragen. Okay. Verlorene Herzen. Alle Wünschelbrunnen finden und ihnen ihre verlorenen Herzen zurückbringen.
den Wünschelbrunnen in der Sonnenküste sein Herz zurückbringen? Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt die, wo die Wünschelbrunnen jetzt nochmal waren. So, den nächsten rätselhaften Ort finden. Geheimnisse aus der Büchse. Manfreds Vermächtnis. Härchen. Die Tür müssen wir noch machen. Und Aurora einen Trank der kosmischen Winde brauen. Die Herren der Verstoßenen. Die verlorenen Fragmente finden. 4 von 9. Und die verlorenen Fragmente in Sockel einsetzen. 3 von 9. Ah ja, stimmt. Wir haben ein verlorenes Fragment. Ein Tropfen in einem Meer. Yuslan im Labor des Konikums treffen. Mission in Mirail. Bat mich Yuslan bei Gelegenheit im Labor vorbeizuschauen. Das haben wir noch gar nicht gemacht, oder? Die vergessene Heimat, Teil 1. Gegenstand zu Kurmai bringen. Ja, der letzte Stein. Die Höhle untersuchen. Besuch den Ark. Und der Preis der Freiheit. Okay, wir machen erstmal das mit Esme und den Mythen und Legenden. Alter, das ist sogar ein zweiter Anfang. Taucht hier auf einmal ein zweiter Panther auf. So, bevor wir aber mit der Hauptquest ja weitermachen, machen wir ja erstmal die ganzen Nebenquests zu Ende. Weil ich glaube, wir sind wirklich schon auch am Ende. Oder kurz vorm Ende. Autsch. Euch ist jetzt schon vorbei. So, Dietrich nimmt mit. Da ist noch einer, irgendwo. Ach, da. Marktexte fest. Also die ist schon leer, okay. Man kann schon gemütlich haben, dies hier. Na, komm, 4 Stunden schlafen wir mal. Damit es ein bisschen heller wird. Okay, ich wollte schon sagen, ich bin außerhalb der Hauptstraße. Und daher weiß ich nicht wohin. Warte mal, ich glaube der Weg wird uns nichts bringen, weil hier sind ja die Dings. Warte mal, hier ist ja Schiffssymbol, da ist ein Schiffssymbol. Also da ist ein Hafen. Es gibt hier also nur 2 wirklich, beziehungsweise wenn man hier Flussheim noch mit dazu nimmt, 3 relevante Orte, die noch belebt sind und der Rest ist tot. Das hier ist ja auch tot, Silberhain. War ja lange Zeit eine Illusion.
Ich glaube, das war der Weg, ja? Weil zum Arke Hafen kommen wir nicht wegen den Nerimesen. Die machen uns da noch viele Probleme. Hier, mir fällt jetzt erst auf, hier ist einfach mal so ein riesen dicker Schnitt zwischen Schnee und Dings hier. Und auf einmal arschkalt. Lass mir raten, da sind die Untoten wieder da, oder? Ja, die sind wieder da. An denen vorbeigegangen, als ich nach Dünheim wollte. Da ist ja wieder das Dings. Wie, okay, ja, wir sind den Weg gegangen und nicht den Weg, okay. Wir sind wirklich einen anderen Weg gegangen. So, und hier müsste sich jetzt der Farbfilter ändern. Ich mag die Musik hier wirklich. Die ist gut gemacht. Die ist... Die entspannt, ist aber auch irgendwie gleichzeitig nicht nur entspannt, sondern auch spannend. Mystisch. Finde ich sogar besser als in Skyrim an sich. Von hier da hinten den Bug feiere ich. Ihr Bug ist super. Da ist ein Nebel. So, da hinten ist noch ein Bär. Nicht das, das ist ein Elch. Der Bär ist gleich da vorne. Na, mein Kleiner? Ich glaube, ich müsste mal wieder was essen. Die Eisplanke auf jeden Fall und ein Krustenbrot. Dann wollen wir jetzt einfach wieder Richtung Flussheim gehen. Ich will jetzt wissen, ob diese Klaue, die wir jetzt haben, die wir mit uns schleppen, habe ich die überhaupt mit?
hier? Müssen die doch nicht hier sein? Also hier sein? Cloud der Dalgorax, genau. Die habe ich jetzt mit. Denn ich glaube, die ist für da hinten, die das eine Schloss. Also hier, Schloss Goldflut. Wo sind wir? Da. Okay, der Weg wäre schneller tatsächlich. Boah, aber ich bin wirklich stolz darauf, dass wir das hier vollzählig jetzt oder vollständig haben. Die Skarak-Rüstung. Beziehungsweise das Skarak-Set. Muss man unterscheiden zwischen der, dem Set und der Rüstung. Die Rüstung ist ja das, was die ganz normalen Skaraks hier tragen. Die abgeschworenen Rüstung aus Skyrim. Und das Set hier? Einfach mal irgendwie so von einem Totenkult. Und ist ja auch tatsächlich von den findbaren Rüstungen das Beste. Was man finden kann. Ahoi. Ahoi. Schreitet durch. Einen Groschen, Madame. Bitte mal ein. Madame. Hallo. Okay, die Köpfe sind ein bisschen komisch gerade. Nochmal ranzoomen. Stimmt, die Quest mit den Vogeleiern müssen wir auch noch machen. Beziehungsweise, warte mal, haben wir die noch überhaupt? Die haben wir nicht mehr. Ja gut. Haben wir die abgeschlossen oder ist die fehlgeschlagen? Kann ich das irgendwo sehen hier? Ah, okay. Wie sich herausstellte, brachte Sternling Kurmai für die Fertigstellung seines Luftschiffes in die Lage der Akagarde ein und wurde dafür verhaftet. Zwar will der Orden nun mit ihm zusammenarbeiten, aber ich schätze, dass er die Eier nun nicht mehr benötigt. Okay, ist fehlgeschlagen. Er benötigt die Vogeleier nicht mehr. Hätte ich viel, viel früher machen sollen. Ja.
Ja, okay. Doof gelaufen. Und ich dachte mir da noch so schön so, es hat ja Zeit. Kein Stress. Ah, da ist die Brücke. Da wollen wir hin. Ja, ich bin manchmal, was die Quests angeht, doch ein bisschen naiv. Aber will ich wissen, was ich noch für Quests hier für geschlagen habe? Also, ein paar einzelne Aufträge von der Questreihe oder sowas habe ich für geschlagen, aber wo die Questreihe nicht abgebrochen war. Aber eine... Eine Quest haben wir komplett verkackt. Also ich. Ihr konntet ja nichts dafür. Wart mal. So, wenn ihr Stress wollt, ich bin hier. Wo seid ihr denn? Das war schon alles? Ja, habt ihr... Elende Schlampe! Das wirst du bereuen! So, das war's dann wohl mit denen, oder? Da hängt ja Fleisch. Aber die haben es hier eigentlich auch ganz schön gemütlich. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.